Einer 16-jährigen Berufsschülerin in Hamburg darf der Schulbesuch nicht verboten werden, weil sie ihr Gesicht mit einem sogenannten Niqab verhüllt. Das hat das Verwaltungsgericht Hamburg entschieden, wie das Hamburger Abendblatt berichtete. Der Schulsenator der Hansestadt, Thies Rabe, will das nicht hinnehmen und zur Durchsetzung des Verbots notfalls das Schulgesetz ändern. Egal, was welche Kultur oder Religion vorschreibt. In der Schule zeigt jeder und jede offen das Gesicht. Wir werden alles tun, damit das auch in Zukunft gesichert ist, betonte Rabe. Eine Vollverschleierung sei nach Ansicht der Schulbehörde nicht zulässig, da pädagogische Prozesse auf der Kommunikation der Lehrenden und Lernenden basierten. Dies funktioniere nur, wenn Mimik und Gestik mit einbezogen würden. Rabe will nun weitere rechtliche Schritte einleiten. Nächste Instanz wäre das Oberverwaltungsgericht Hamburg. Sollte auch das nicht genügen, bliebe immer noch eine Gesetzesänderung.